Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ja, meine Lieben, da bin ich wieder zurück und ich freue mich so, dass ich noch mal eine Stunde für euch da sein darf. Letzte TV-Stunde heute mit mir, meine Lieben. Erstmal herzlich willkommen bei Astro TV Live und wir gehen in die Runde der Botschafter, meine Lieben. Das heißt, jetzt könnt ihr euch eine gute Nachtbotschaft aus der geistigen Welt abholen, eine Frage stellen, einen Energiebooster bekommen. Und meine Lieben, ich habe es euch versprochen, ich habe die Zeremonie mitgebracht nochmal. 15 Plätze sind noch frei und heute dürft ihr euch entscheiden, möchtet ihr in die Liebeszeremonie oder möchtet ihr in die Finanzzeremonie, meine Lieben. Hier ist der Weg zu mir, die 0137 99 11 88 Uni 0. Ich möchte jetzt in dieser letzten TV-Stunde mit mir so viele Beratungen wie nur möglich machen. Das heißt, auch dir möchte ich jetzt helfen. Deswegen lass uns loslegen. Einer nach dem anderen möchte ich hier beraten, dass ich jetzt so viele Menschen wie nur möglich noch helfen kann. Vielleicht auch eine wichtige Frage noch zu beantworten. Vielleicht liegt dir noch etwas auf dem Herzen, eine Frage zum Thema Liebe, Partnerschaft. Vielleicht auch eine familiäre Frage, vielleicht möchtest du gerne wissen, wie geht's weiter oder wann meldet sich der Herzenspartner wieder. Also auch das können wir sehr gerne fragen. Oder du gönnst dir deine Botschaft. Hier ist Daniel, hallo. Hallo Daniel, hier ist die Sonja. Ich freue mich. Was darf ich tun? Hättest du eine Liebesbotschaft für mich? Können wir machen, sehr gerne. Mal bitte nur an euch denken und ich hole sie ab. Also das Herz sagt, du bist meine Auserwählte. Ich habe nur Gefühle für dich und ich möchte mit dir zusammen alt werden. Schön. Oh, schön. Sehr schön. Vielen Dank. Alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, meine Lieben, natürlich dürft ihr auch gerne die Liebesbotschaft haben, aber wie gesagt, ihr habt jetzt auch die Wahl zwischen der Botschaft aus der geistigen Welt oder der Liebesbotschaft von dem Partner, von der Partnerin vom Herzen, meine Lieben. Dürft ihr sehr gerne entscheiden. 0137 99 11 88 und die 0. Ich möchte jetzt wirklich Gas geben, dass ich noch so vielen Menschen wie nur möglich helfen kann. Das heißt, vielleicht auch dir gleich und denkt dran, meine Lieben, 16 Plätze sind noch da. Das heißt, 16 Personen können noch dabei sein in der Zeremonie. Hier ist Daniel. Hallo. Hallo, hier ist Ida. Ich freue mich, meine Liebe. Was darf ich tun? Ich möchte gerne die Finanzzeremonie. Sehr schön, dann trage ich dich ein, meine Liebe. Wann bist denn du geboren? 22.02.39. Sehr schön. Meine Liebe, ich habe dich eingetragen. Dann haben wir heute Abend ein Date. Ich hole dich ab um 3 Uhr. Ich freue mich. Alles Liebe. Ciao, ciao. Danke, danke. Gerne, tschüss. Ja, meine Lieben, wenn ihr sagt, ich will das auch, ich will jetzt noch eine Verabredung haben, ich will einen der letzten 14 Plätze noch ergattern. Meine Lieben, 14 Personen können noch dabei sein. 14 Seelen können jetzt noch dabei sein in der Zeremonie. Und heute zum ersten Mal dürft ihr entscheiden, in welche ihr hinein wollt. Wollt ihr in die Finanzzeremonie oder wollt ihr in die Liebeszeremonie? Noch dürft ihr es entscheiden, meine Lieben. Und noch könnt ihr euch entscheiden, weil noch sind 14 Plätze da. Die letzten 14 Plätze, das ist jetzt nicht mehr viel, ich weiß. Aber wer es jetzt noch braucht, wer jetzt sagt, ich will heute Abend mit dabei sein von 3 Uhr, bis 4 Uhr. Kurze Entwarnung, ihr müsst natürlich nicht wach bleiben. Ihr dürft gerne auch schlafen gehen, weil ich hole euch ja energetisch ab. Das ist ganz wichtig für euch. Also ihr müsst jetzt nicht extra wach bleiben, sondern ich mache die Arbeit für euch. Heute Nacht um 3 Uhr geht's
los, meine Lieben, wer jetzt dabei steht. Ein paar Seen haben wir schon und ich muss sagen, momentan sind die Finanzen ja in der Führung. Also, meine Lieben, wenn ihr nach hinein wollt, sehr, sehr gerne. Hier ist Daniel, hallo. Hallo Daniel, hier ist Lilo. Ich hätte gern eine Botschaft. Holen wir ab von der geistigen Welt. Ja. Ja? Hier sagt der Hohe Rat, die geistige Welt, mein liebes Seelenkind, mache dich bereit. Es kommt für dich in diesem Sommer das Glück und mehr Liebe, als wie du dir erwartet hast. Freu dich darauf. Alles Liebe. Wow, danke schön. Gerne. Ja, das ist doch mal was Schönes. Tschüss. Ja, meine Lieben, 0127 9911 88 und die 0. Wer möchte noch dabei sein in der Zeremonie? 14 Plätze sind noch da. Ansonsten dürft ihr gerne auch eine Botschaft aus der geistigen Welt bekommen. Wer sagt, ich will jetzt noch meine gute Nachtbotschaft aus der geistigen Welt abholen, sehr, sehr gerne, könnt ihr gerne machen. Das heißt, ich verbinde mich für euch nach oben zum Hohen Rat, zu der geistigen Welt und hole sie euch ab, meine Lieben. Und ihr werdet eins merken, ihr werdet es auch fühlen, ihr werdet es auch spüren, es wird eure Botschaft sein, eure persönliche Botschaft. Es kommt immer die richtige Botschaft zu der richtigen Seele, also zu dir, meine Lieben. Weil die geistige Welt weiß, wer du bist, ja, was deine Sorgen sind, was deine Wünsche sind, was die Baustellen in deinem Leben sind, das wissen sie, meine Lieben. Ja. Deswegen, wenn es eure Botschaft ist, holt sie ab, meine Lieben. Wenn ihr euch jetzt erkannt fühlt, wenn ihr sagt, ich brauche das jetzt, sehr, sehr gerne. Die geistige Welt ist hier bei uns. Ja. Die Verbindung ist da, meine Lieben. Nutzt das aus. 0137 9911 88 und hier. Ihr dürft übrigens auch einen Energiebooster haben, meine Lieben. Wer sagt, ich brauche so ein bisschen Energie, ich brauche so ein bisschen Kraft, sehr, sehr gerne. Das heißt, ich schaue mal hinein, welche Energie ist wichtig für dich oder du sagst mir auch gerne welche. Und was können wir zum Beispiel machen? Wir können zum Beispiel hier den Booster der Spiritualität nehmen, ja? Ich zeige euch den einfach mal. Und dann, meine Lieben, können wir hier euer drittes Auge damit öffnen. Das heißt, wir lösen die Blockaden auf von dem dritten Auge und das dritte Auge geht auf. Und was passiert dann? Dann kommt eure Intuition wieder. Euer Bauchgefühl kommt zurück. Auch ganz wichtig. Viele Menschen haben ja das Bauchgefühl verloren. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du sagst, mein Bauchgefühl ist nicht mehr so richtig da. Oder dir fällt es einfach auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Weil eben denk bitte dabei ans Laufband und geh jetzt den ersten Schritt in Richtung drittes Auge öffnen. Hier ist Daniel. Wer ist bei mir? Hallo. Hallo, hier ist Brigitte. Ich freue mich. Schön, dass du bei mir bist. Ich hätte gerne eine Botschaft. Von der geistigen Welt, ja? Mhm. Ich hole sie ab. Ihr sagt der Hohe Rat, die geistige Welt. Mein liebes Seelenkind, mache dich bereit. Dein Wunsch ist bei uns angekommen. Und Kamui, der Erzengel der Liebenden, er wird dir helfen, dass dein Herzenswunsch wahr wird. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Oh, meine Lieben, sind das schöne Botschaften. Ich habe richtig Gänsehaut. So schön sind die, meine Lieben. Oh, hochemotionale Botschaften. Sei einfach mal neugierig. Was hat die geistige Welt, der Hohe Rat, dir zu sagen? Was wird deine Botschaft sein? Sei einfach mal neugierig. Wie gesagt, macht euch auf den Weg, wenn ihr bereit seid, die Botschaft abzuholen. Der erste Schritt, der Weg hierher, ist die 0137 9911 88. Und
Die Null, mein Lieben. Ich freue mich jetzt auf ganz viele Botschaften, auf ganz viele Fragen. Natürlich auch gerne Energiebooster oder Eintrag in die Zeremonien, mein Lieben. Und wie gesagt, heute haben wir zwei zur Auswahl. Wir haben einmal die große Finanzzeremonie. Ganz wichtig für alle Menschen, die sagen, ich muss etwas tun für meinen Erfolg. Im Augenblick schaut es vielleicht in den Finanzen nicht so gut aus. Du hast so das Gefühl, total blockiert zu sein, ausgebremst. Ja, du hast auch so das Gefühl, vielleicht diese alten Energien aus dem letzten Jahr immer noch mitzuschleppen. Das heißt, dieser ganze energetische Müll bremst sich aus. Und dadurch hast du natürlich auch, ich sag mal, ein viel schwereres Leben als wir andere, die diese Blockaden nicht haben. Weil du musst ja immer den steinigen Weg gehen. Ja? Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, genau so ist es, mein Lieben, dann bitte jetzt in die Finanzzeremonie kommen, mein Lieben. Weil dann nehme ich euch die Steine aus dem Weg heraus. Ja? Ich möchte natürlich, dass du es auch leichter hast, dass du es schöner hast, dass du dich energetisch auch befreit fühlen kannst. Und eins kann ich euch sagen, wenn ihr da heute mit dabei seid, in der Zeremonie von 3 bis 4 Uhr, ihr werdet es spätestens morgen spüren. Ihr werdet es morgen spüren, wenn ihr aufsteht, dass da eine Erleichterung ist, dass ihr das richtig auch fühlt, richtig auch spürt, da ist eine Erleichterung, die Blockaden sind weg. Man fühlt auch so ein bisschen dieses Kribbeln, ja. Man fühlt ein Kribbeln, man fühlt, da ist jetzt was passiert. Viele sagen auch, sie fühlen jetzt auf einmal, dass zum ersten Mal seit langer Zeit auch mal etwas positive Energien in ihr Leben kommen. Dass sie es richtig fühlen können, wie sie das Positive wieder anziehen können. Und wenn du sagst, in meinem Leben passiert gar nichts und wenn was passiert, dann nichts Gutes, dann bitte jetzt in die Zeremonie kommen. Wer ist bei mir? Hallo. Ja, hallo, hier ist die Barbara. Ich freue mich. Hallo. Ja, Daniel, ich hätte gerne die Botschaft. Von der geistigen Welt, ja? Ja. Ich hole sie ab. Sehr, sehr gerne. Danke schön. Mir sagt die geistige Welt, der Hohe Rat, mein liebes Seelenkind, für dich kommt in diesem Jahr die Entspannung deiner Sorgen. Zum Ende dieses Jahres geht es aufwärts. Freu dich darauf. Dankeschön, Daniel. Gerne. Ich glaube, das hast du wirklich verdient. Alles Liebe dir. Ich glaube auch. Gerne. Tschüss. Oh, habt ihr das gemerkt? Es kommt immer die richtige Botschaft zu der richtigen Szene. Und warum ist das so? Weil die geistige Welt natürlich weiß, wer du bist. Sie wissen, wer du bist, sie kennen deine Energien und deswegen senden sie dir dann auch automatisch die richtigen Botschaften, mein Lieben. Das heißt, ihr braucht euch gar nicht vorstellen oder erklären, sondern einfach nur sagen, Daniel, bitte hol meine Botschaft ab und ich verbinde mich für euch und dann kommt sie schon, deine Botschaft, mein Lieben. Es ist immer die persönliche Botschaft. Ja, mein Lieben, und jetzt kommen erstmal die Mitmachregeln. Bis gleich. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und mein Lieben, denkt dran, es ist meine letzte TV-Stunde für heute. Das heißt, nur diese Stunde bin ich noch da, mein Lieben, bis Mitternacht, meine Lieben. Das heißt, lass uns diese Zeit jetzt ausnutzen. 0137 99 11 88. Und die Nummer, was dürft ihr euch aussuchen? Die Frage an die geistige Welt, die Botschaft aus der geistigen Welt, ja? Die Finanzzeremonie oder die Liebeszeremonie, da dürft ihr gerne wählen. Aber, meine Lieben, Achtung, nur noch 14 Plätze, meine Lieben. Dann ist Schluss damit. Dann ist die Zeremonie vorbei. Dann sind alle Plätze vergeben. Wenn du sagst, ich brauche das, ich will dabei sein,
dann gehe ich jetzt den ersten Schritt um, mal sehen, was habe ich noch dabei? Die Energiebooster, wo ich gerne in deine Aura, in deine Energien hineinschaue, wirklich hineinschaue, wo ist das energetische Problem? Welche Energie ist jetzt ganz wichtig für dich? Oder du sagst mir einfach, welche Energie du haben möchtest, kann ich auch gerne machen für euch. Also das heißt, auch da habt ihr wieder freie Auswahl. Also eine tolle Runde, was ich euch mitgebracht habe. Aber denkt mal, meine Lieben, ich bin nur bis Mitternacht da. Deswegen lasst uns jetzt noch die Zeit nutzen, um deine Frage zu beantworten, um noch Klarheit zu bekommen oder noch ja, deine gute Nachbotschaft zu bekommen. Vielleicht schaust du gerade zu und sagst, ja, so eine gute Nachbotschaft hätte ich gerne noch. Ich will jetzt einfach mal wissen, was hat die geistige Welt, was hat der Hohe Rat dir zu sagen? Wenn es das ist, was du willst, dann sag einfach, Daniel, bitte meine Botschaft abholen. Ja, und dann hole ich sie ab. Deine persönliche Botschaft. Und ich habe es auch vorher mitbekommen, es kommt immer die richtige Botschaft zu der richtigen Seele natürlich, meine Lieben. Österreich und Schweiz, ihr dürft auch die Botschaft abholen unter der 0901 050987. Ein Schweizer Franken aus der Schweiz oder 50 Cent aus Österreich pro Anruf, meine Lieben. Also nutzt das aus, ja. Gute Nachbotschaft. Wer will noch eine gute Nachbotschaft haben? Willst du noch wissen, was die geistige Welt dir sagen möchte? Was will sie dir mitteilen? Vielleicht ist etwas noch ganz wichtig für dich. Vielleicht wartet auch ja, eine ganz frohe Botschaft aus der geistigen Welt. Sie sind ja eigentlich fast immer nur positiv und wirklich ja, Freuden, Tränen bereitet, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich bekomme ja wirklich bei jeder Botschaft so eine Gänsehaut, weil es so schön, so emotional auch ist. Es ist wirklich etwas, worauf ihr euch auch freuen könnt, meine Lieben. Und wie gesagt, ihr merkt es ja selber. Es ist wie euren Berührung mit der geistigen Welt, meine Lieben. Es ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich freue mich jetzt noch auf ganz viele Beratungen, weil ich denke dran, ich bin heute nur bis Mitternacht da. Das heißt, nach mir kommt ja nochmal die Gisa von 0 bis 1 Uhr. Das heißt, nutzt das aus, wenn ihr die Botschaft noch haben möchtet. Hier ist Daniel, hallo. Hallo Daniel, ich möchte gerne, hier ist die Petra, ich möchte gerne die Liebesbotschaft, geht es? Die Liebesbotschaft von einem Herzenspartner möchtest ja. du, ne? Ja. Ja, mal an ihn denken und wir horchen in sein Herz hinein. Also sein Herz möchte dir sagen, bitte gebe mir die Zeit, die ich noch brauche. Ich will dein Mann und dein Lebenspartner werden, denn ich liebe dich. Oh, so schön. Ja, toll. Okay, danke schön. Dann drücke ich dich. Alles, alles Liebe. Danke, tschüss. Oh, mein Lieben, so toll. 0137 99 1188 und die neue, wie gesagt, mein Lieben. Frage, Botschaft, Finanzzeremonie oder Liebeszeremonie? Und mein Lieben, denkt bitte auch ans Laufband, denn das sind die Mitmacher, mein Lieben. Aber ihr dürft auch gerne einen Energiebooster haben. Und wie gesagt, bei den Boostern, da haben wir so viele verschiedene Energien. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. Ja, es sind so viele, mein Lieben, die kann ich jetzt gar nicht alle erklären, weil ich möchte ja wirklich Gas geben mit euch. Ja, aber hier sind sie. Sie sind da, mein Lieben. Ihr müsst nur sagen, ich will den Booster und dann bekommt ihr ihn auch. Und wie gesagt, ihr dürft euch die Energie selber aussuchen. Also zum Beispiel der rote hier ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger. Das, mein Lieben, ist der Booster für das Wurzelchakra. Was macht der? Der verbindet euch mit der Mutter Erde. Das heißt, eure Verwurzelung mit der Mutter Erde, eure Erdung, euer Sicherheitsgefühl wieder zurückbekommen. Und für die Singles da draußen ist es auch ganz wichtig, denn es aktiviert eure Honigenergie. Also wer Single ist und möchte die Honigenergie haben, nimmt den Booster
für das Wurzelchakra, mein Lieben. Ganz, ganz wichtig, ja. Oder wie gesagt, natürlich jetzt, solange die Plätze noch da sind, denkt bitte auch an die Zeremonie, ja. Das Buch der Erlösung ist auch hier, mein Lieben. Es ist anwesend, aber, mein Lieben, nicht mehr sehr lange, denn es sind nur noch 14 Plätze, mein Lieben. 14 Plätze haben wir noch. 14 Plätze sind noch da und dann geht's zu, mein Lieben. Dann ist es zu. Dann sind alle Plätze weg. Aber noch, mein Lieben, ist es offen. Noch haben wir 14 Plätze. Und vor allen Dingen das Tolle ist, wir haben heute eine Zeremonie, wo ihr euch aussuchen dürft. Ja, wo ihr sagt, entweder die Liebe oder das Geld, mein Lieben. Was möchtet ihr? Liebe oder Finanzzeremonie? Dürft ihr euch heute aussuchen. 0137 99 11 88 und die 0. Das sind ja auch so, ich sag mal, wirklich die zwei wichtigsten Themen, ja, einfach auch in meinen Beratungen. Es geht entweder um die Liebe oder es geht um den Beruf, um die Zukunft, um die Selbstständigkeit, die Finanzen, ja. Das sind die zwei wichtigsten Themen. Das ist einfach so, ja. Deswegen heute wirklich ein Spezial in der Zeremonie, dass ihr es euch aussuchen dürft, meine Lieben. Entweder die Liebeszeremonie oder die Finanzzeremonie. Und was passiert da mit euch, wenn ihr jetzt hier euch eintragen lässt, wenn ich jetzt eure Energien hier eintrage, dann haben wir heute eine Verabredung. Das heißt, du und ich, wir beide haben dann eine Verabredung. Heute Nacht noch um 3 Uhr hole ich dich energetisch ab und dann werden die Blockaden aufgelöst. Das heißt, du bekommst wie ein großes energetisches Clearing auf dein Thema. Entweder die Liebe oder die Finanzen. Ihr dürft es euch aussuchen. Und damit ihr euch jetzt auch traut, die Finanzen zum Beispiel anzusprechen, möchte ich anonym gehen. Liebe Regie, können wir anonym bitte gehen? Bitte. Machen wir. Sehr schön, meine Lieben. Das heißt, ab sofort, meine Lieben, sind wir anonym. Mein Lieben, was heißt anonym? Anonym heißt, du kommst in mein Ohr hinein und niemand außer mir kann deine Stimme hören. Das heißt, nur ich höre dich. Die Zuschauer zu Hause hören dich nicht. Ist natürlich super, wenn man jetzt eine ganz intime Frage auf dem Herzen hat. Vielleicht sagst du, oh Gott, der Dani, der ist heute nur bis 0 Uhr da, der ist jetzt 0 bis 1, ist nicht mehr da, sondern ich bin ja heute nur bis Mitternacht da. Das heißt, wir sind schon in der letzten Stunde, oh, das Stunde darf ich ja gar nicht mehr sagen, mein Lieben, es ist ja gar nicht mehr eine Stunde. Ich bin jetzt nur bis um Mitternacht da, mein Lieben. Nutz das aus, mein Lieben. Bis 0 Uhr bin ich noch da. Jetzt sind wir anonym, das heißt, du kommst direkt in mein Ohr hinein und du darfst auswählen, was möchtest du haben? Die Frage, die Botschaft, die Zeremonien oder den Energiebooster, mein Lieben. Ihr habt freie Auswahl, das, was dich anspricht, hör einfach auf dein Herz. Geh den ersten Schritt, die 0137 99 11 88 und die 0 aus Österreich, Schweiz, die 0901 05 0987. Und dann sagst du mir einfach, was möchtest du? Möchtest du eine Frage stellen? Möchtest du wissen, ob er dich wirklich liebt? Ja, vielleicht ist es gerade die wichtige Frage, die dich nicht schlafen lässt. Vielleicht möchtest du noch Klarheit bekommen. Und ich kann es euch nur raten, meine Lieben, wenn ihr noch ein Thema habt, wenn ihr noch eine wichtige Frage habt, nehmt die jetzt nicht mit ins Bett, meine Lieben. Bitte macht es nicht, weil ihr legt dann im Bett und dann geht's los. Dann geht's los. Dann rattert das Gedankenkarussell und dann macht man sich selber verrückt. Wird es jetzt was werden? Meint das ehrlich mit mir? Da fängt der Kopf an zu rattern und ihr macht euch selber verrückt und dann könnt ihr wahrscheinlich nicht gut schlafen, meine Lieben. Sondern holt euch jetzt wirklich die Antwort ab, die 0137 99 11 88 und die 0 oder vielleicht auch einfach eine gute Nachtbotschaft. Vielleicht hast du gar kein Thema und sagst, ich will jetzt einfach mal nur wissen, was haben sie da oben mir zu sagen? Was möchte die geistige Welt mir jetzt sagen, meine Lieben? 0137 99 11 88 und ich will einfach neugierig sein. Was hat der Hohe Rat dir zu sagen? Und da ist jemand bei mir anonym. Hier ist Daniel. Hallo. Ich freue mich auch ganz außer Atem hier. Was darf ich denn tun?
Von der geistigen Welt, ich hole sie ab, sehr gerne. Bist jetzt extra wegen mir so gelaufen? Super, okay. Ja, sagt Rora, die geistige Welt, mein liebes Seelenkind. Die finanzielle Entspannung kommt durch den beruflichen Erfolg. Das Geld kommt zu dir. Wow, super. Das hat sich ja gelohnt. Sehr schön. Alles Liebe dir. Gerne. Tschüss. Oh mein Gott, mein Lieben, das war jetzt so süß. Ja, die Zuschauerin hat gesagt, sie hat mich im Fernsehen gesehen und ist schnell zum Telefon gerannt. Deswegen war sie so außer Atem. Sehr lustig, mein Lieben. 0137 991188. Und wie gesagt, ich bin ja noch bis Mitternacht da, mein Lieben. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht so schnell laufen. Ich bin ja noch ein bisschen da. Aber mein Lieben, lasst uns diese Beratungszeit jetzt ausnutzen, mein Lieben. 0137 991188. Und das Schöne ist, wir sind jetzt anonym, meine Lieben. Das heißt, du kommst in mein Ohr hinein und niemand außer mir wird deine Stimme hören. Das heißt, nur ich kann dich hören, sonst niemand. Das heißt, wir könnten jetzt auch eine ganz geheime Frage stellen. Oder da hast du ja auch ein intimes Geheimnis. Ja, vielleicht sagst du, oh Daniel, ich bin noch in einer Partnerschaft, aber in meinem Herzen ist jemand anders. Jetzt macht nichts, meine Lieben, jetzt sind wir anonym. Das heißt, auch das können wir jetzt alles klären, meine Lieben. 0137 991188 und die Neu, meine Lieben. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Tabus, wir haben jedes Geheimnis jetzt abgesichert, weil es kann dich niemand erkennen, keiner weiß, wer du bist, ja. Das heißt, auch die intimsten Fragen können jetzt gestellt werden. Deswegen habt da keine Angst. Ihr kommt in mein Ohr. Ich gebe euch jetzt einfach diesen geschützten Raum. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, wenn man Liebeskummer hat. Ja, wenn man wirklich eh schon nervös ist, traurig ist. Vielleicht hast du auch, ja, was ich nicht hoffe, geweint. Ja, vielleicht hast du gerade geweint, ja, und bist einfach gerade traurig und brauchst jetzt einfach mal Antwort, ja, ich gebe dir die Antwort und ich möchte jetzt deine Tränen trocknen, mein Lieben. Deswegen, wer jetzt gerade traurig ist, ich bin da für dich. 0137 991188 und die 0. Und wie gesagt, dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, ja. Hat deine Liebe noch eine Chance? Hat deine Liebe eine Chance, wenn das deine Frage ist, sehr, sehr gerne. Vielleicht bist du aber auch traurig, weil du nie den Richtigen findest, weil du immer wieder, ja, verletzt wirst, immer wieder in die Traurigkeit auch gehst, ja. Dann lass uns einfach mal fragen, wann kommt der Richtige? Wann kommt dein Mr. Right? Wann kommt dein Jackpot? Und jetzt kommen erstmal die Mitmachregeln. Bis gleich. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und meine Lieben, ich habe jetzt gerade die Eingebung bekommen aus der geistigen Welt, dass 5 Seelen, die, was ich vorher in meiner Pause gechannelt habe, noch da sind. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach machen, liebe Regie. Ich habe das einfach schon vorbereitet in meiner Pause. Ich habe 5 goldene Schicksale, meine Lieben. 5 Briefe, 5 positive Schicksale. Und ich sage es nochmal, meine Lieben, das Wort Schicksal, da haben wir immer ein bisschen Angst davor. Schicksal klingt immer so negativ. Nein, 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 meine Lieben, nicht negativ. Wir haben 5 positive Schicksalsbriefe. Und ich weiß,
dass diese fünf Seelen, wo diese Schicksale jetzt passend sind, ja, hier ist nämlich dein Schicksal drin, die schauen noch zu. Und ich möchte jetzt, bevor ihr schlafen geht, gerne diese Schicksale noch offenbaren. Und wir bleiben anonym, oder, liebe Regie? Wir bleiben anonym, ne? Ja, wir bleiben anonym. 0137 99 1188 und die 0. Marlene, ich zeige euch jetzt einfach mal die Umschläge und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du jetzt fühlst, wenn du jetzt spürst, da ist mein Schicksal drin, ich will, dass der Daniel den jetzt für mich aufmacht, dann gehst du jetzt den ersten Schritt, ja? Ich zeige dir jetzt mal den ersten, das ist die Nummer 1. Ja? Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, 0137 99 1188 und die 0. Und was ist denn dieser Schicksalsbrief? Hier, mein Leben, ist eure Zukunft drin. Das ist viel mehr als eine Botschaft. Das ist viel, viel mehr. Damit sind alle deine Fragen beantwortet. Denn wenn wir eine Offenbarung bekommen, was unsere Zukunft ist, dann ist alles klar. Also die 1, dann zeige ich euch auch noch die 2. Du sagst mir einfach nur, welche Nummer ich öffnen soll für dich. Wo hat es gekribbelt? Wo fühlst du dich angezogen? Jetzt haben wir die 2. Da sagst du, oh ja, da ist, glaube ich, mein Schicksal drin. Die 2. Dann haben wir die 3. Und was könnte da jetzt drin sein? Vielleicht ist hier ja auch die Offenbarung deines Schicksals. Obwohl du gerade traurig bist, obwohl du gerade mit dem Herzenspartner nicht zusammen bist. Vielleicht ist hier ja die Botschaft, dein Schicksal drin, dass alles wieder gut wird. Wer weiß. Also wie gesagt, wir hatten sogar schon mal eine Ehe dabei. Also es ist unfassbar, was diese Schicksale auch sein können. Hier haben wir die 4. Wenn die 4 dich jetzt anspricht, 0137 99 1188 und die 0. Und ich weiß, dass alle fünf Seelen mir noch zuschauen, dass mich alle fünf noch sehen können, deswegen hier auch noch der 5. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, wenn es jetzt bei dir kribbelt, wenn du sagst, ich will den jetzt aufmachen, ja, dann jetzt den ersten Schritt gehen und dann machen wir ihn zusammen auf, ja, mein Lieber. Also ich brauche nur die Nummer von euch. 1, 2, 3, mein Lieben, die 3, die 4 und die 5. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du jetzt sagst, ich glaube, der Daniel, der hat mein Schicksal in seiner Hand, dann geh jetzt den ersten Schritt. Aus Österreich und Schweiz darfst du natürlich auch, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du sagst, ich glaube, bei mir hat es jetzt gekribbelt, ich fühle mich zu einem dieser Schicksalsbriefe magisch angezogen, ja, dann geh jetzt den ersten Schritt, die 0901 050987. Es kann auch nur ein Wärmegefühl sein. Ich kann das eigentlich gar nicht so beschreiben. Es ist jetzt wirklich eine Konnexion. Es ist eine energetische Verbindung. Du wirst das fühlen. Der Daniel, der hat mein Schicksal. Vielleicht hast du auch nur so ein ganz starkes Neugierigkeitsgefühl, dass du sagst, oh, der ist es. Ich muss den jetzt aufmachen. Wenn du das so fühlst, dann ist es vielleicht so. Die geistige Welt wird dich hören. Aus Deutschland die 0137 99 1188 und die 0. Wie gesagt, 5 positiven Schicksalsbriefen haben wir. Wir sind anonym, wir bleiben auch anonym, meine Lieben. Ich möchte jetzt wirklich sowas Intimes auch wirklich in der Anonymität halten, meine Lieben. Dass auch wirklich ihr diesen Moment jetzt auch genießen könnt. Was kann da jetzt drin sein? Die Regie ist so neugierig, ja. Was kann da jetzt drin sein? Da kann jetzt drin sein, dass man vielleicht jetzt endlich aus den ja, finanziellen Sorgen auch rauskommt. Oder vielleicht auch der Neubeginn mit dem Ex-Partner vielleicht sogar. Oder wir hatten ja auch schon mal die Ehe drin. Also es kann wirklich alles sein, mein Lieben. Es ist auf alle Fälle, was ich euch versprechen kann, es ist nichts Negatives. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, weil Schicksal klingt immer so aufregend. Und es ist auch aufregend. Es ist auch aufregend, denn du erfährst heute hier deine Zukunft, dein Schicksal, mein Lieben. Ich brauche nur die Nummer. Ich brauche nur
die Nummer, die dich angesprochen hat, wo du sagst, oh, da hat es gekribbelt, das muss ich jetzt haben. Ich muss den jetzt einfach aufmachen und vielleicht möchtest du schon in den Fernseher hineingreifen und aufmachen. Das geht natürlich leider nicht, ja, sondern du musst jetzt wirklich den ersten Schritt machen, mir sagen, welcher soll es sein, welcher ist dein Schicksal. Und bei mir kribbelt es jetzt wirklich in den Händen. Ich fühle jetzt wirklich, dass diese fünf Seelen sich auch angesprochen fühlen, ja. Und da macht ihr jetzt auch alles richtig. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, ja, bitte jetzt den ersten Schritt gehen. Ich zeige es euch nochmal, meine Lieben. Hier sind sie. Sind von außen alle gleich, aber es ist was komplett anderes drin. Und es sind nur schöne Sachen drin. Es ist nichts drin, wovor man Angst haben müsste oder wo man sagt, oh, das will ich jetzt lieber nicht. Nein, nein, das, was ihr da drin findet, das sind große Geschenke. Das sind Geschenke aus der geistigen Welt. Das sind wirklich die Geschenke eures Lebens, meine Lieben. Das muss man wirklich mal realisieren. Man muss jetzt wirklich mal sehen, was bekomme ich jetzt hier? Was ist jetzt, wenn ich einer dieser Seelen bin? Du bekommst jetzt dein Schicksal überreicht, ja, und das ist mehr als eine Antwort, das ist auch viel mehr als eine Botschaft, meine Lieben, das ist euer Schicksal, wenn ihr das erfahren habt, dann sind die Tränen nicht mehr da, dann ist die Traurigkeit vielleicht auch nicht mehr da, sondern ihr seid ganz klar, ihr seid erleichtert und stell dir mal vor, wie sich das jetzt anfühlt, wenn du diese Fragen nicht mehr hast, du einfach weißt, es wird alles wieder gut. Wenn du weißt, ja, er liebt dich und ihr werdet vielleicht sogar heiraten. Stell dir mal vor, wie schön das sich auch anfühlt. Ja? 0137 99 1188 und die 9, mein Lieben. Fünf Schicksalsbriefe haben wir noch da, mein Lieben. Alle fünf möchten noch geöffnet werden. Wer fühlt sich angesprochen? Wir haben die 1. Ja, mein Lieben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem was drin ist mehr, ja. Aber wie gesagt, die geistige Welt wird dich führen. Was ich sagen kann, ist, das Thema Liebe ist nicht nur einmal dabei. Das weiß ich noch, meine Lieben, weil ich habe das in meiner Pause gechannelt, weil die geistige Welt gesagt hat, diese fünf Seelen, die sind jetzt sehr, sehr traurig, die wollen ihr Schicksal, die wollen jetzt wissen, was passiert. Und ich möchte jetzt wirklich, wenn wir es schaffen, alle fünf noch übergeben, denn das ist ganz, ganz wichtig für einige Seelen da draußen, für diese fünf auserwählten Menschen. Und jetzt sag nicht, oh, ich bin noch gar nichts Besonderes, ich bin da bestimmt nicht dabei. Vielleicht bist es ja gerade du. Vielleicht ist dieses Geschenk aus der geistigen Welt gerade für dich, weil du immer denkst, du bist es nicht wert. Ja, du bist nichts Besonderes. Vielleicht ist ja gerade deswegen, dass jetzt dein Geschenk aus der geistigen Welt, dass du erkennst, dass du wertvoll bist, dass auch du endlich glücklich werden darfst. Stell dir mal vor, wie schön wäre das jetzt wirklich, wenn vielleicht in einem dieser Schicksalsbriefe drinnen ist, dass dein Herzenswunsch wahr wird, dass du deinen Traum leben darfst, dass du endlich glücklich werden darfst. Stell dir mal vor, wie schön wäre das? Wow, wäre das nicht toll? Deswegen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, hat es jetzt wirklich gekribbelt, sag mir einfach die Zahl, die gerade in deinem Kopf ist, 1 bis 5, 1 bis 5, 5 Schicksalsbriefe haben wir noch. Noch haben wir alle da, meine Lieben, 5 haben wir noch. Und denk bitte aber auch an das Laufband, dort sind die Mitmachregeln, meine Lieben. Wer fühlt sich angesprochen? 5 Schicksalsbriefe haben wir noch, meine Lieben. 5 Seelen können noch ihr Schicksal erfahren. Meine Lieben. Wir bleiben anonym. Wir bleiben anonym. Keine Angst haben. Keiner kann euch erkennen. Ich weiß, das ist jetzt sehr aufregend. Da ist man jetzt aber auch nervös, wenn man sich so angesprochen fühlt. Deswegen machen wir das anonym, meine Lieben. Die 5. Wer sagt, die 5, da ist mein Schicksal drin? Geh jetzt den ersten Schritt. Die 4. Die 4, bei wem hat es bei der 4 gekribbelt? Dann haben wir die 3. Bei dem die 3. Die 2 haben wir auch noch. Und die 1 haben wir noch. Und wer ist bei mir?
Meine Liebe, welcher hat dich denn angesprochen? Die Nummer 5. Okay, dann machen wir den jetzt mal auf. Oh, dein Schicksal ist die Erlösung deiner Sorgen. Die geistige Welt wird dir sagen, du wirst dich fühlen wie in einem Bad der Leichtigkeit. Das ist dein Schicksal, mein Lieber. Und ich glaube, das ist bei dir schon ganz lange mit den Sorgen, gell? Ja, sehr lange, okay. Dann war das jetzt dein Schicksal. Du bist sie bald los. Alles Liebe. Tschüss. Oh, meine Lieben, wir haben noch 4. Es hat 100% gepasst, liebe Regie. 100% hat es gepasst. Sie hat es gesagt, so ist es. Und sie hat sich von der 5 angesprochen gefühlt. Und meine Lieben, das macht aber jetzt nichts. Nicht traurig sein. Wir haben noch 4 Schicksalsbriefe. Das heißt, die 5 haben wir zugestellt. 4 Briefe habe ich noch aus der geistigen Welt. Das sind die 4 goldenen Schicksalsbriefe, meine Lieben. Vielleicht ist ja auch dein Thema ein ganz anderes. Vielleicht sagst du, nee, ich habe gar nicht so Sorgen. Ich habe gar nicht so einen Schicksalsschlag, sondern mein Thema ist die Liebe. Ja, ich habe es gesagt, die Liebe ist ja mehrfach dabei. Das heißt, 1, 2, 3 oder 4, meine Lieben. Wer fühlt sich angesprochen? Ich zeige es euch nochmal, meine Lieben. 1, 2, 3 oder 4, meine Lieben. Welcher spricht euch an? Wo kribbelt es? Wo sagst du, den will ich jetzt aufmachen, meine Lieben? 0137 99 11 88 und die 0. Vielleicht sagst du, von der 5 habe ich mich gar nicht angesprochen. Ich habe vorher eine ganz andere Nummer gehabt. Sie ist ja noch da. Die 5 ist weg, meine Lieben. Aber die 1, die 2, die 3 und die 4, sie sind noch da. Warum sind sie noch da? Weil vielleicht einer dieser Briefe deiner ist. Deswegen sind sie noch da, meine Lieben. Deswegen, wer sich jetzt angesprochen fühlt, ich zeige es euch nochmal, meine Lieben. Ich zeige es euch nochmal ganz in Ruhe. Lasst mal die Energien auf euch wirken. Und wenn du jetzt spürst, wenn du jetzt was Krippen spürst, wenn ich eine Nummer magisch anziehe, wo du nur sagst, ich fühle das jetzt, ich spüre das jetzt, ja, ganz stark, vielleicht hast du auch einfach nur die Nummer jetzt auf der Zunge, vielleicht sagst du, 111, vielleicht hast du das jetzt auf der Zunge, dann geh jetzt den ersten Schritt. 0137 99 11 88 und die 0. Und wir bleiben natürlich anonym. 4 positiven Schicksalen haben wir noch, meine Lieben. Die 1, 2, die 3 und die 4. Das ist noch da, meine Lieben. Wer fühlt sich angesprochen? 1, 2, 3 oder 4? Vielleicht ist ja auch eine der Nummern für dich allgemein bedeutend. Vielleicht hast du ja ein Haus, eine Wohnung, die in der Nummer 1 ist, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und vielleicht sagst du, das ist allgemeine Zahl, die ich gerne mag. Ja, vielleicht ist das jetzt einfach auch ein Zeichen. Vielleicht soll das jetzt einfach auch so sein, dass du noch wach bist, dass du jetzt hier eingeschaltet hast und du jetzt einfach auch dein Schicksal erfahren sollst. Ja. Weil die geistige Welt hat ja gesagt, diese 4 Seelen, die noch da sind, also 5 waren es ja insgesamt, aber 4 Schicksalbriefen habe ich noch da. Und diese 4 Seelen sind auch noch wach und die sollten mich sehen. Ja? Also wenn du mich jetzt siehst, wenn du sagst, einer der 4 spricht mich an, dann bist du die Seele, die ich jetzt suche. Dann bist du es. 0137. 99 11 88 und 0. Wer fühlt sich angesprochen? Ich zeige es dir nochmal einzeln. Ja? Einfach mal nur auf den Umschlag konzentrieren. Wenn es kribbelt, wenn du dich angezogen fühlst, wenn du so ein Kribbeln in den Finger hast, sagst, ich will den jetzt aufmachen, Daniel, lass es uns machen, lass ihn uns aufmachen, dann ist es dein Schicksal. Also hier die 1, die Nummer 1, was kann da drin sein? Vielleicht ist da auch etwas mit deinem Herzensmann drin. Ja? Da ist da der Neuanfang drin. Ja? Da ist das ja auch dein Herzenswunsch. Vielleicht vermisst du ihn auch total. Vielleicht ist es auch der Grund, warum du noch wach bist, weil du Sehnsucht hast. Mein Lieben, aber jetzt kommen erstmal die Infos. Bis gleich.
Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Meine Lieben, die Nummer 1. Wer fühlt sich von der 1 angesprochen? Dann haben wir die 2. Ich zeige euch nochmal die 2. Vielleicht ist ja da die Ehe drin, wer weiß. Vielleicht ist da die Ehe drin. Vielleicht ist dein Schicksal, dass du mit deinem Herzensmann diese Durchstrecke hattest. Vielleicht hat es auch jetzt einfach noch einige Zeit gedauert, bis er sich auch wirklich für dich entschieden hat, weil er noch in einer finanziellen Verstrickung auch war. Vielleicht ist hier ja die Ehe drin mit ihm, ja? Oder vielleicht ist hier auch der Neubeginn drin mit ihm. Wer weiß. Sag mir einfach, welche Nummer dich angesprochen hat. 0137 99 11 88 und die 0, meine Lieben. Wer möchte seinen Schicksalsbrief öffnen, meine Lieben? Und hier zu guter Letzt die Nummer 4. Das ist der letzte, meine Lieben. Der 5. wurde schon geöffnet. Der 5. hat auch 100% gepasst. Also das war wieder eine Zustellung par excellence. Ja, es war der richtige Umschlag. Die geistige Welt hat die richtige Seele hergebracht. Und sie hat sich dank der Hilfe der geistigen Welt auch für den Richtigen entschieden. Und das wirst du auch. Deswegen jetzt keine Angst haben zu sagen, oh Gott, nicht, dass ich jetzt den Falschen nehme. Das wird nicht passieren. Du wirst es fühlen. Du wirst es spüren, wenn du diese Seele bist. Und wie gesagt, hier die 4. Wenn die 4 dich jetzt anspricht, geh den ersten Schritt. Haben wir die 3? 3, die 4, die 2. Und die 1. Das sind die letzten vier Möglichkeiten. Wir haben nur noch 4 Möglichkeiten, 4 Schicksale. Und jedes einzelne ist wunderschön. Du brauchst keine Angst haben. Jedes Schicksal ist positiv. Es gibt kein negatives. Es gibt keine böse Überraschung. Es gibt nichts, was sich traurig machen wird. Im Gegenteil, im Gegenteil. Also wir haben es gerade vorher auch gesehen, bei dem Umschlag Nummer 5, da war wirklich die Erleichterung, worauf sie schon so lange auch gewartet hat, dass wirklich dass ein Ende auch hat. Ja, dass diese Traurigkeit, diese negativen Energien ein Ende haben. Ja, und diese 4 Schicksalsbriefe, ich sage immer Schicksalsbriefe, aber sind alles positiven Schicksale, meine Lieben. Es ist wirklich das, worauf du vielleicht hoffst, wovon du auch träumst. Ja, ist das vielleicht wie eine Wunscherfüllung, ja, wenn wir den jetzt öffnen, meine Lieben. 0137 991188 und die 0. 4 haben wir noch, meine Lieben. Und was ich weiß, ist, dass die Liebe mehr als wie einmal noch dabei ist, meine Lieben. Also das heißt, wir haben bestimmt 2 Briefe, wo die Liebe dabei ist, meine Lieben. 2 Briefe, 2 Schicksale, da geht es definitiv um die Liebe. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es 2 oder 3 sind, aber 2 weiß ich ganz genau noch vom Channel. 2 sind um die Liebe. Vielleicht ist ja das dein Thema, ja? Oder vielleicht sagst du, nee, die Liebe ist nicht mein Thema, bei mir sind es die Finanzen. Also vielleicht ist ja auch einer der Briefe um die Finanzen, mein Lieben. Wie gesagt, lasst uns es aufmachen. Es ist ja dein Schicksal, es ist dein positives Schicksal und es ist wirklich eine Offenbarung. Es ist heute wirklich was ganz, ganz Besonderes. Da kann man wirklich heute ein Kreuzchen in den Kalender hineinmachen und sagen, heute war mein Glückstag. Ich habe heute mein Schicksal erfahren und es ist etwas wirklich ganz, ganz Besonderes, mein Lieben. Deswegen, das ist jetzt wirklich etwas, das wünsche ich jeden von euch. Jeden von euch wünsche ich sowas, weil das ist sowas Schönes, mein Lieben. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du sagst, ich bin so neugierig, ich will jetzt einen ganz bestimmt einfach aufmachen, dann hat es auch einen Grund, mein Lieben. Denkt aber dabei bitte ans Laufband, dort sind die Mitmacher, mein Lieben. Und wie gesagt, bitte nur jetzt den Weg gehen, wenn du auch dieses Gefühl hast, du willst ihn aufmachen. Wenn du da jetzt gar kein Interesse hast und du sagst, nee, sprich mich jetzt alles nicht an, dann bist du nicht die Seele, die ich suche. Dann bitte auch nicht hierher kommen, sondern nur, wenn es sich anspricht, wenn du dieses Gefühl jetzt auch hast. Ja, nur dann 0137 99 1188 und die 9. Ich zeige es dir euch nochmal, mein Lieben.
atmen wir nochmal tief ein und aus. Und wenn du es jetzt fühlst, wenn du es jetzt spürst, ja, dann geh den ersten Schritt, weil dann bist du gemeint, ja. Ich habe sie euch jetzt einfach mal nur mal ganz kurz fühlen lassen. Wenn das jetzt gekribbelt hat, wenn du es jetzt fühlst, wenn du sagst, das ist es, das ist es, ich will den jetzt auch machen, dann geh den ersten Schritt. 0137 99 11 88 und die 9, mein Lieben. Wir bleiben anonym. Keiner hört uns zu. Wir bleiben anonym, meine Lieben. Anonym, du kommst direkt in mein Ohr hinein. Niemand außer mir wird deine Stimme hören. Das ist mir auch ganz wichtig, meine Lieben, weil das ist jetzt schon wirklich etwas ganz, ganz Persönliches. Und ich lege es jetzt einfach mal hier vor mir hin. 1, 2, 3 und 4. Du sagst mir, welchen ich öffnen darf für dich. Und ich fühle jetzt auch gerade, ich fühle es jetzt auch, ja. Die Seelen sind noch wach. Also ich frage mal die geistige Welt, ob die alle noch wach sind. Ich fühle es definitiv. Ja, ja, die sind noch wach. Also die geistige Welt sagt, ihr seid noch wach. Ihr seid noch da. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil ich möchte dein Schicksal dir jetzt übergeben. Deswegen reiche ich dir jetzt auch meine Hand. Ich reiche dir meine Hand. Nimm meine helfende Hand. Trau dich, ja? Ich bin da. Du kommst in mein Ohr. Keiner hört uns zu. Dein Schicksal anonym. Keiner kann uns hören. Keiner kann uns hören. Nur ich höre dich. Mein Lieben, 0137. 991188 und 0. Und falls eine dieser Seelen aus Österreich und Schweiz ist, also ich werde schon ganz nervös, mein Lieben, dann die 0901 05 0987. Wer ist eine dieser letzten vier Seelen? Die 1 haben wir noch. Die 1 haben wir immer noch, mein Lieben. Weil ist es ja auch die Zahl, die dich jetzt wirklich angezogen hat, wo du sagst, ich habe sofort die 1 im Kopf gehabt, die ist es, ich will den jetzt aufmachen. Dann lass es uns tun. Lass es uns tun, lass uns den jetzt aufmachen. Lass uns dein Schicksal jetzt einfach offenbaren. Greif zu. Nimm ihn jetzt an. Nimm ihn. Lass es uns tun. Lass ihn uns aufmachen. Wow, schau dir mal die Energie an, die der ausstrahlt. Das ist der Wahnsinn. Du bist da ja auch nochmal das Liebesglück mit deinem Herzenspartner. Da ist ja da die Offenbarung deines Schicksals, dass alles nochmal gut wird. Mein Gott, wäre das schön. Wäre das jetzt nicht schön, dass dein Schicksal ist, dass du mit deinem Herzensmann nochmal glücklich wärst? Vielleicht ist es jetzt so, vielleicht soll es jetzt einfach auch so sein, dass du sagst, ich nehme jetzt die 1 und dann werde ich glücklich mit ihm, obwohl es momentan nicht danach ausschaut. Aber es ist eure Zukunft, mein Lieben. Es ist eure Offenbarung. Also das ist jetzt wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, mein Lieben. 0137 991188 und 0. Wer möchte sein Schicksal offenbaren? Wer möchte es öffnen, mein Lieben? 1, 2, 3, 4, mein Lieben. Die letzten 4 Möglichkeiten, die letzten 4 Schicksalsbriefen. Ich zeige auch nochmal die 2. 2. Wer fühlt sich bei der 2 angezogen? Wer sagt, die 2, die ist es, die muss ich aufmachen? Ich bin noch da, mein Lieben. Ich bin noch da. Wie gesagt, sag mir, welchen ich aufmachen soll. Sag's mir einfach. Sag's mir einfach in mein Ohr. Keiner wird dich hören. Du brauchst keine Angst haben. Keiner kann dich erkennen. Auch wenn du vielleicht irgendwo außerhalb wohnst oder vielleicht wohnst du auch auf dem Dörfchen. Du brauchst jetzt nicht nervös sein. Ich weiß, es ist sehr aufregend. Ich rede mich da leicht. Ich weiß das, ja.
aber du kommst in mein Ohr. Keiner kann uns hören. Keiner kann uns hören. Du bleibst anonym. Du sagst mir einfach nur die Ziffer und wir legen los, meine Lieben. Die 3 habe ich auch noch, meine Lieben. Wer fühlt sich bei der 3 angesprochen? Vielleicht sagst du auch, das ist allgemeine Zahl, die mich ganz oft auch in meinem Leben verfolgt. Ja? Vielleicht fährst du mit dem Auto, ja, und du siehst ganz oft die Zahl 3. Vielleicht ist es heute auch so ein Zeichen gewesen. Vielleicht hast du heute ganz oft auch die 3 schon gesehen in deinem Alltag. Ja? Du hast irgendwie Telefonnummern gesehen, da war ganz oft die 3 drin. Vielleicht ist die 3 schon den ganzen Tag bei dir präsent. Dann soll es vielleicht auch die 3 sein. Da ist die 3 jetzt deine Zahl. 0137 99 1188 und die 0. Wer sagt, die 3 ist es? Und da habe ich noch die 4. Die 4 mal. Einfach mal die Energie wirken lassen. Einfach mal hineinfühlen. Fühlt mal hinein. Oh ja, das ist jetzt ganz heftig. Das ist jetzt ganz heftig. Ich glaube, da ist was ganz Großes drin, mein Lieben. Da ist eine ganz große, ein ganz großes Geschenk auch drin. Ich fühle jetzt wirklich die Aura von der 3. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, da ist ein ganz großes Geschenk für diese Person drin. Also wenn das dein Schicksalsbrief ist, sage ich dir, wow, wow. Also das ist der Hammer. Das ist der Hammer, mein Lieben. Das hat sich jetzt ganz krass angefühlt. 0137 99 1188 und ich höre gerade, mein Lieben, es wird die letzte Beratung, liebe Regie. Mein Lieben, es ist die letzte Beratung, die letzte anonyme Beratung mit mir. Ihr wisst, ich bin nur bis zum Ende dieser Stunde da, mein Lieben. Der letzte Schicksalsbrief wird geöffnet werden, mein Lieben. Und ich mache jetzt noch eins. Ich mache jetzt Schicksalsbrief plus den Eintrag in die Zeremonie. Das mache ich jetzt einfach noch oben drauf, mein Lieben. Weil es die letzte Beratung ist. Ja, das heißt, du bekommst deinen Schicksalsbrief und den Eintrag in die Zeremonie, mein Lieben. Das heißt XXL, weil es die letzte Beratung ist. 0137 99 1188 und 0, mein Lieben. XXL 2 für 1, ich weiß gar nicht, ob man das 2 für 1 noch sagen kann, weil der Schicksalsbrief ist schon so bombastisch, das ist der Wahnsinn, mein Lieben. Und dann jetzt noch den Eintrag in die Zeremonie, also ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz großes Geschenk, was du dir selber machen kannst. Deswegen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du jetzt sagst, ich glaube, der Daniel, der hat jetzt hier noch mein Schicksal, vielleicht hast du eine dieser 4 Ziffern die ganze Zeit schon im Kopf gehabt und als der Anruf da war, bist du erschrocken und dann hat sie doch die 5 genommen, die andere Anruferin. Das war vielleicht, das sollte jetzt so sein, weil deine Nummer noch da ist, weil dein Schicksal noch in meiner Hand ist. Das sollte jetzt so sein. Ja, damit wir es jetzt öffnen können. Deswegen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, mach den ersten Schritt. Trau dich. Keine Angst haben, wir sind anonym. Du kommst in mein Ohr hinein. Keiner kann uns hören. Ja, ganz wichtig, mein Lieben. Ich brauche nur die Nummer, dann öffnen wir dein Schicksal und dann tragen wir dich noch in die Zeremonie ein. Und mein Lieben, ich mache jetzt eins. Wir machen beide Zeremonien. Für den letzten Anrufer mache ich beide Zeremonien. Die Finanzzeremonie und die Liebeszeremonie. Beide bekommt ihr noch, mein Lieben. Also das ist jetzt wirklich der Oberhammer. Das ist jetzt XXXXL, meine Lieben. Also das ist jetzt wirklich die Hammerrunde nochmal für den letzten Anrufer, weil es die letzte Beratung auch ist. Das heißt, du bekommst, ich sag schon mal Tschüss, meine Lieben, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Ich habe euch wirklich von ganzem Herzen lieb. Einen dicken Kuss. Schlaf gut und bleibt auch noch dran in der nächsten Stunde, meine Lieben. Da kommt nämlich noch meine ganz liebe Kollegin von mir. Und jetzt, meine Lieben, möchte ich den letzten Anrufer, die letzte Anruferin haben. Wer ist bei mir? Hallo? Ja, hallo. Wer ist bei mir? Ich freue mich, meine Lieben. Bis bald. Tschüss. Welchen soll ich aufmachen?